So, beinahe den Abflug verpasst, aber es ist eine neue Woche und es gibt einen neuen Lidl-Katalog. Die Woche vom 24.8. bis zum 27.8. nach Lidl-Zeitrechnung. Die Themen Damenmoden, Werkstattartikel mit Wand- und Deckenschleifern, Katjes Grünohrhasen. Ist das, schmeckt das so wie die Til Schweiger-Filme? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, wir haben nicht Vitaminis. Ja. Stieleis Mandel. 7 plus 1, 2,22 Euro. Ja, für so einen Massenmandel. Das sind dann die ganz kleinen. Ist das ein guter Preis, oder? Iglu-Pfannengericht. Oh, Wagner Steinofen. Pizza für 1,33 Euro. Ne? Das ist wirklich ziemlich billig. Weil ich schon mal so billig gesehen habe. Jetzt irgendwie seit einem Jahr so relativ bei Tiefkühlpizza ziemlich relativ wenig konsumiert, fällt mir auf. Ja. Mal meinen Social Credit anschauen. Kriegen wir jetzt Punkte dazu oder nicht, wenn wir uns dem allgemeinen Konsumerismus aus Versehen vermeiden. Dick und durstig. Ich hatte mal einen Bekannten, der so ein T-Shirt hatte, ja. Wird zu mir auch manchmal passen. Jetzt muss er dick teilen. Brotfleisch, übliche Mini-Donuts, Paket für 48, 47 Cent, 28 Cent noch. Die Damenmode, sehr, sehr bunte Twill-Hosen, so in Twill-Qualität, Größe 36 bis 46, also ein bisschen mehr Spielraum als üblicherweise. Ist das jetzt schon die Herbstkollektion? Ein Niki-Anzug. Oh. S bis XL 48,50 ja. Ich begrüße ja, hier auch T-Shirts auch bis 48,50. Bei den Herren auch 48,58. Also ja, hier wäre vielleicht noch ein XXL gut gewesen, aber ja, wir haben größere Größenspanne, das finde ich immer ganz nett, weil ich ja so zwischen XL und XXL stehe, da ist das immer ein bisschen. Sind wir zu groß oder zu klein? Meistens Fließanzüge. Ja. Auch M bis XXL. Ja. Puzzle. 73% billiger mit Leuchteffekt. Was hat denn hier für weitere Ausführungen erhältlich? Ja, die schicken sie meistens immer relativ schnell weg. Der Elektro-Laubsägerbläser kommt schon wieder. Das ist doch, ich hab den gerade diese Woche noch bei uns im Lidl gesehen. Braucht man gar nicht wegzupacken. Ein Abflammgerät. Zum Grillen? Oder zum Grillen anzünden, vermute ich mal, ja. Steckdosenleisten. Spritzwassergeschützt, nicht, ne? Oh, haben wir irgendwo. Hat sogar ganz gut relativ lang funktioniert, auch wenn an der Ecke nicht genug Sonne drauf scheint. Universalabdeckplane 5x4 Meter. Mit verstärkten Kanten und robusten Eckkappen. Gartenmöbelschutzhüllen. Diverse Ausführungen für diverse Gartenmöbel. LED-Deckenfluter. 1,80 Meter Deckenpanel mit Farbtonsteuerung. Das war relativ teuer, das ist relativ günstig. Aber so Produkte sich meistens nicht so übermäßig toll verkaufen. Ne? Diverse LED-Leuchtmittel in verschiedenen Größen. Verlesene Rotweinvielfalt. Ja. Bester Weinfachhändler online 2020. Haben die Guten gewonnen. Bei ihrem eigenen Label oder so. Ja. Coole Looks für Kids. Bei uns ist es auch gerade so, dass wir unsere Kinder. Also vor allem, ich habe jetzt einen Sechsjährigen, der ist jetzt auch gerade so. Ja, hier passt, da fängt es ja gerade an. Ne? Aber das ist dann auch so dieser Übergangsbereich, wo die großen Größen anfangen und die kleinen Größen aufhören. Ne? Das heißt, die Kleinkindersachen passen nicht mehr. Und die Sachen für die großen Kinder sind meistens doch noch ein Tick zu groß. Was haben wir hier? Ein Bandschleifer, kabelgebunden. Einen Wand- und Deckenschleifer mit 710 Watt Motor. Irgendwie, wie schwer das ist.
Sonderwetter, wie schwer das dann zu halten ist für die meisten. Oh, ich habe das so was Spezifisches. Deckenschleife. Nie gesehen. Schwingschleifer, Exzenterschleifer, alles kabelgebunden. Mit Absaugfunktion und Fangbox. Bohrersatz. Renovierungshelfer, Multifunktionsspachtel, Glättekellen. Ja, gut, der Rührhaken für 2,90 €, das ist natürlich wirklich günstig. Ich glaube, da kann man nicht so viel falsch machen. Da wollen die dann beim normalen Baumarkt schon mal gerne 12 € für sowas haben. Bis 20, also ich, ja, was kann ich das für uns bezahlt haben? Deckenstützen, ja, diverse. Ja, da sind mir schon mal ein paar kaputt gegangen. Sich eher nicht empfehlen. Ja, Metalldübel, Hohlraum. Das Dübel, ne? Ja. Die spezielle Zange dafür. Seht ihr auch? Tageset. Genau, mit Zange. Eine flexible Wasserwaage. Die unnächst mal, das ist vielleicht, naja, ich bräuchte sowas als Schablone für Zuschneiden von Sachen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, hatte ich mir unlängst mal gedacht. Allerdings hat das dann wieder zu wenig Bewegungsmöglichkeiten, denke ich. Krimpzangen-Set. Eine Tischkreissäge. Blechscheideschneren. Ja, den hab ich, der ist, ja, eher, taugt eher nichts, meiner Meinung. Funklichtschalter, die Einbausch. Steckdosen, der Arbeitsstrahler, mehr Transportkarren, zusammenklappbare Sackkarre, das ist immer sehr praktisch, sowas hier. Nägel, Maden, Schrauben, Flügel, Muttern, Winkel, Briefkästen. Oh, und jetzt zur Abrundung dann Spitzenstrings und welche Größen auch S bis L. Alles, Bodies auch S bis L. BHs, so ein 75B bis 85BC. Ein Kilo Gouda. Das machst du alles mit der XXL-Vielfalt. Tagen ab Donnerstag. Ehrlich gesagt, was am nächsten Tag kommt, aber ihr könnt ja selber oben rechts in der Ecke lesen. Also Trinkschokolade XXL. Frische Eier aus Bodenhaltung. Sind das jetzt 18? Als Dutzend habe ich noch verstanden. Ja. Katzenstreu, 2 Liter gratis. 2 Ki. Ja, 2 Liter gratis, genau. Schieber. Schieber. Der Knaller der Woche. Sport- und Freizeitschuh. Aus recyceltem Plastikmüll. 75% recyceltes Polyester und 25% recyceltes Polyester aus Küstennähe. Memory Foam, Decksohle. Passt sich optimal dem Fuß an. Ja, ich wollte ja eigentlich mal meine ganzen kaputten Lidl-Schuhe zeigen. Übrigens, die Sandalen, die ich mir jetzt gekauft habe, halten seltsamerweise. Also wahrscheinlich ist einfach die paar Kilo weniger Gewicht dann die Grenze, die Lidl erlaubt. Andererseits haben sie ja dann 5XXL und so. Da wird man ja wahrscheinlich doch ein bisschen mehr als 120 auf die Waage bringen. Naja. Irgendwas Interessantes die Woche. Werkzeug, jede Menge Werkzeug. Theoretisch interessant, aber wir haben uns gerade ein Wohnmobil gekauft, ein Fast-Oldtimer. Da braucht man dann nicht so viel großes Werkzeug. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.